Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Spiel. Wer es nicht weiß und die Demo nicht gespielt hat, wird es wahrscheinlich nicht erahnen, aber wir spielen Kirby. Und zwar Kirby und die vergessene Welt, nur mal so nebenbei, und das vergessene Land, Entschuldigung. Und wir können hier schon mal entscheiden, was wir machen wollen, den wilden Modus oder den frische Brise Modus. Aber ich finde das hier besser, weil ich finde, wir brauchen schon eine Herausforderung, oder? Ja, los geht's. Schauen wir uns mal das Intro an. So, mal sehen, wo uns das Ganze hinführt. Wir kennen das ja von der Demo schon. Ich weiß nicht, also ich habe die Demo gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gemacht habt. Nicht ausgiebig, ich habe es einmal durchgespielt, das war's. So, das Ganze sieht ein bisschen aus wie also ein Pixar-Trickfilm, wie immer. Aber ich glaube, das ist auch die gleiche Engine, die sie benutzt haben für Super Mario Odyssey. Vielleicht ein bisschen weiterentwickelt. Mal sehen. Sagt er. Was sie immer so an technischen Möglichkeiten rausholen bei der Switch, finde ich immer wieder fantastisch, muss ich sagen. Münzen. Wir lieben Münzen. Huch. So. Ja, unten ist, da ist auch was. Ja, wenn. Ich versuche mal das ganze Ding hier auf 100% zu machen. Wir müssen natürlich sehen, wie es klappt, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir es hinkriegen. So. Oh, da habe ich das vergessen. Oh, warte mal, dann haben wir vielleicht hier hinten aber auch ein paar. Paar von den Blumen vergessen. Ist aber nicht verkehrt. Wir haben ein paar, guck mal hier, die Münzen. Ich weiß nicht, ob wir alle haben müssen, aber schon einige, ne? So. So. Der ist schon ganz knuddelig, ne? Aber ist auch eine sehr einfache Figur, muss man auch sagen, ne? Jetzt haben wir natürlich hier. Da waren natürlich bestimmt auch ein paar Sterne drin. Die haben wir jetzt natürlich nicht mitgenommen. Was soll's. So, das Ganze kennen wir jetzt ja. Jetzt kommt endlich die große Welt. Und dann kommt auch die Musik, die wir alle mögen. Da kann man noch gar nicht runterspringen. So. Ah. Oh, hier. Ja. Das Ganze ist wirklich, ist echt mal mega drollig, das ganze Spiel, muss man sagen. Ich glaube, man kann ja einfach, ich glaube, weiß ich nicht, ob wir eigentlich alle Münzen brauchen, um da 100% zu schaffen. Oder ob es eher darum geht,
Geheimnisse zu entdecken. Schauen wir mal. Das ist einfach nur lustig gemacht, das Spiel, muss ich sagen. Kann ich nichts kaputt machen? Okay. So. Weg mit euch. Oh. Oh. Machen wir erstmal ihn platt hier. Dann kann man doch die Münzen holen. So, jetzt kommt gleich die coolste, also eine der coolsten Szenen, die ich im Trailer damals cool fand, die jetzt kommen, die finde ich wirklich, finde ich wirklich lässig gemacht. Das sieht ja schon aus wie in so einem Comic, oder? Kann man sagen? So, ich bin mir auch nicht sicher, das ist auch aber jetzt, es ist ja noch die Spielegrafik eigentlich, ne? Also von daher, schauen wir mal. Oh, das ist das Video. Könnte auch ein Video sein, ne? Ja, ist glaube ich eher ein Video. Aber das sieht einfach geil aus. Ah, kann ich mich wieder drüber beärmeln, wenn ich das sehe. Und lustig. Oh. Warte. Ein paar Münzen dann sammeln, ne? Wenn wir noch irgendwas, was wir übersehen haben? Kann ich auch noch irgendwas umkarren? Ich glaube nicht. Gut. Ja, lieber alles durchchecken. Boom! Kirby on Tour. Zwischen der Knight Rider. Kennen wir noch die Münzen von vorher? Sicherheitshalber nochmal gucken, ob ich hier nicht auch noch was übersehen habe, aber hab ich nicht. Kann ich unten durch. So. Hier war nichts mehr, ne? Okay. Oh! Okay, muss ein bisschen aufpassen, dass ich da runterstolper. Natürlich dumm. Autostopfer. Oh. Na, das kriegt er schon hin hier. Und. Buja! Die Musik mag er. Ja, so, das war die Einführung, kann man sagen. Das gab's nicht in der Demo.
Das ist eine lustige Idee. Also ich fand ja auch bei Odyssey, fand ich das Lied ja schon ganz gut, was man zum Schluss hatte, wo man ganz zum Schluss hoch muss, ne? Wo die, wie heißt das, Bürgermeisterin das singt, fand ich auch schon sehr cool, gelungen. Das Lied hier ist auch okay, aber ist nicht ganz so meins, muss ich zugeben. So, spuren wir aus. Da müssen wir wohl zur Hilfe eilen. Kennen wir auch noch aus der Demo. Aber es sieht schon gut aus, ne? Also, wofür, für die Switch finde ich, sieht das schon wieder phänomenal gut aus. Ja, dich retten wir. So, final move. Da freut sie sich. Ich find's immer gut, wenn sie so die alten Oldschool-Sachen von den anderen Spielen da beibehalten. So gerade diese Melodie, wenn Kirby was geschafft hat. Am Levelende, ne? Puh, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Aber was wird aus den anderen Kerlchen? Diesen Waddledees? Die wurden alle gefangen genommen und verschleppt. Wir haben zusammen mit all unseren Kräften gegen die Bestien gekämpft, doch sie haben uns immer und immer wieder angegriffen. Und jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Ich muss sie retten, unbedingt. Wie? Du willst mir helfen, alle zu retten? Großartig. Dein Name ist also Kirby. Freut mich, ich bin Elfie Lynn. Lass mal los, Ian. Hey, Kirby. Was ist er denn? Teammodus mit zwei Spielern. Um das Abenteuer mit SP2 in der Rolle des Waddledees dann gemeinsam zu erleben, wähle Teammodus. Puh, was bin ich froh, dich zu sehen. Ich wurde nämlich auch in den Werwolf auf Planet Pop gesaugt. Falls du meinen zweiten Spiel zur Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Ich spring gern ein. Gut, will ich aber gar nicht. Hui. Los geht's. Hab mich sehr aufs Spiel gefreut, muss ich zugeben. Also endlich mal wirklich neues Futter für die Switch. Ich finde, da ist nicht viel Neues erschienen, leider. Und ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass selbst wenn Zelda jetzt kommt irgendwann, das wird zwar ein Highlight werden, aber ich habe ein bisschen das Gefühl... dass sie das so machen werden, dass Zelda wirklich das letzte große Spiel sein wird, glaube ich. Und dann wird, glaube ich, die nächste Generation kommen. Kann ich mir gut vorstellen. Freut mich natürlich, wenn ich falsch liege, ne? Ich gehe erstmal hier hinten längs. Ein Gärtner spielen hier. Waddle Dee! Du. Yes. Bringe 5 Tulpen zu blühen, das kriegen wir hin. Hoffe ich zumindest. Haue 17 Cola-Dosen weg. Schlafe mit einem Hasen. Zerstöre fliegende, was auch immer.
Tulpe. Lass mal stehen. So, die machen wir auch glatt. Ich merke, die Musik ist einfach nur herrlich, oder? So eine Feel-Good-Musik, oder? Bam! Los geht's. Sammeln hier, dass nicht alle wegkommen. Gut. Hui, hui. Hier kommen auch erstmal rein, ne? Ja. Guck mal an. Kurz mal ausspucken. Gucken, ob wir da hochkommen. Ah, komm. Move. So, Move da. Was ist das? Sehr gut. Ich will trotzdem noch das Ding mitnehmen. Warte mal. Finde ich. Kann man immer noch gebrauchen. Nein. Ah. Kurz. Sollen wir den Power noch behalten hier? Kann ich jetzt nicht wieder rausholen? Doch. Warte mal. Schnell gemacht. Oh, jetzt ist weg. Okay, dann nehmen wir nur das Ding mit. Los. Los geht's. Ein paar Dosen haben wir ja noch. Ach, komme ich tatsächlich nicht hoch. Das ist ja ärgerlich. Na, schade. Na gut, dann geht's also ohne weiter. Um uns den nächsten Gegner hier angehen. Nein, nein, wir wollen noch nicht im Stern fliegen. Weg ist er. Gut, müssen die Richtung. Und alle ab. Wie schnell das auch geht, ne? So. Stellen wir uns die Bomben, Heini. Sehr gut. Gucken wir mal, was wir hier alles machen können. Hier passiert nicht so viel. Zumindest kann sie abschießen. So, sind wir alles ein. Oh ja, hier können wir noch so ein spaßiges Ding nehmen. Der ist wirklich cool. Woop. Alles einsammeln, was geht. Ah, ist auch nur witzig, das ist einfach nur witzige Ideen wieder. Oh, da ist noch eine Tulpe. Da fehlen uns noch zwei.
Ich will noch kurz längs gehen. Ich gehe gleich oben längs, ich will noch kurz gucken. Ne, hier war das nicht. Okay. Mal kurz hoch. Sehr gut. Hoch da. Da ist er. Oh, das arme kleine Äffchen, oder? Das nehmen wir. Ich glaube, ich nehme das hier. Ja. Ups. Nein, dann Schild. So, weg ist er. Irgendein Schrecker. Ich mag das hier lieber. So. Wir haben einen versteckten Waddle-Dee gerettet. Es fehlen noch zwei. Das heißt, gibt es hier noch... Mal kurz gucken. Schließe den Abschnitt ab, haben wir. Rette die versteckten Waddles, bringe 5 Tonnen zu Blühen, zerstöre den Roller des Gebäudes. Also wir haben noch nicht alles geschafft hier, ne? Also bei weitem nicht. Und den ganzen Weg zurück können wir nicht nochmal gehen, oder? Doch, können wir. Lass mal gucken, was wir hier noch finden. Da haben wir ordentlich was übersehen, was? Da haben wir ja aber ordentlich was übersehen. Die haben wir. Geht's nicht weiter? Ob es hier irgendwelche Geheimwege gibt? Wahrscheinlich. Krass, wie viele wir übersehen haben, ey. Ganz ehrlich, oder? Schaut euch das an. Weil wir haben ja, das ist ja jetzt so, ne? Danach kommt ja nicht mehr viel, oder? Glaube ich zumindest. Nein. So. Und. So. Gucken wir nochmal. Okay, hier gibt's nichts. Sehen? Kann ja gut sein. Man sieht ja mal schnell was, ne? Okay. Wir machen Ben das trotzdem mal kurz, einfach um zu sehen. Also wir müssen auf jeden Fall noch die 100% machen. Aber wo die jetzt genau sind, weiß ich gerade nicht. Ist aber auch nicht so weiter tragisch, glaube ich. Denn, wir werden auf jeden Fall noch mal diesen Abschnitt nochmal machen, dann einfach. Lustig, wenn man sich vorstellt, man will gerne das ganze Ding machen. Oh, aber, oder sagt, ich mache 100% und dann fehlt dann gleich im ersten Level schon so viel, oder? Ich meine, das ist ja wirklich crank.
Na gut. Das gehört, ist denn so? Wir beenden das einmal hier. Und finden noch mehr, bin ich mir ziemlich sicher. Oder? Na okay, geht hier noch weiter. Ich habe jetzt gedacht, das wäre schon gewesen. Aber ist ja gar nicht okay. Gut. Vollstoppen. Da ist er. Noch ein gerettet? Jetzt haben wir alle drei. Fehlen uns noch die Tulpen, ne? Da ist irgendwo eine versteckte hier noch. Gucken wir mal. Der arme Wauzi. Aber nichts dagegen machen. Eine Tulpe. Ah, ist runtergesprungen. Okay. So, haben wir auch alle Tulpen, ne? So, das haben wir alles, ne? Ja. Oh, ah, okay. Warte. Darüber. Komm her. Oh. Da hast du es. Da ist der Goldene. Perfekt. Perfekt für uns. Alles geschafft. Perfekt. Also, für uns perfekt, sagen wir so. Serie 1. Oh. Halt den Knopf gedrückt, um zu zielen und zu werfen. Halten, zielen, werfen, einfach geht es nicht. Du kannst Bomben auch beim Laufen werfen oder den Gegner kegeln. Los geht's. Ziemlich gut. So, ab durch den Tunnel. Definitiv. Alle Waddledees gerettet. Perfekt. Du hast nun Zugriff auf deine Figurensammlung. Sieh dir dort bereits gesammelte Figuren an und versuche deine Sammlung zu vervollständigen. Hui. Erstmal hier. So.
Leute, es macht einfach Laune, muss ich zugeben. Es macht echt Laune, das Spiel. Die Demo fand ich auch schon gut und das finde ich nochmal ein Tickchen besser. Oh, da schießt er mit Feuer. Okay, ich wollte kurz hier an der Seite was gucken. Kann man hier was machen? Nee, kann man nicht, okay. Da ist der Feuerhain schon wieder. Oh. Ah, ist weg. Ah, der taucht immer wieder auf, okay. So. Schade, schade, das wäre natürlich cool gewesen, jetzt da noch einen Geheimgang zu haben. Gut. Das gab's nicht in der. Das war nicht in der Demo, ne? Bin ich jetzt. Ich weiß nicht mehr. Cool, Effekt mit dem Licht. Das ist schon wieder witzig. Oh. Dann war halt Feuer. Geht auch. Schon ein bisschen cooler eigentlich, oder? Ich kann darüber jumpen, aber ich kann glaube ich auch hier links gehen. Aber das macht keinen Sinn, wir müssen über die Dings gehen, weil da gibt es einen Bonus. In der Mitte ist ja einer, der wieder befreit werden will. Und den befreien wir. Vorstopfen! Bam! Ah ne, ist nur ein Stern drin. Okay, aber ist immerhin auch nicht schlecht, ne? Ersten gerettet. Ja! Super Kirby. Gut. Wollen wir nochmal rein? Mal sehen, was uns da erwartet. Okay, natürlich ein bisschen gefährlich. Ich liebe die Gefahr. Kann man ihn mal nicht kaputt machen. Naja, anscheinend mag der. Oh. Ich wollte sagen, also Feuer mag der anscheinend nicht. Wir mögen auch kein Feuer. Also gegenseitig mögen sie kein Feuer, sieht man. Kann man die Lampe anmachen hier? Ah, das ist eine. Okay, ich habe eine Lampe, habe ich vergessen, und zwar hinten. Die holen wir uns mal schnell. Definitiv. Habe ich gerade eben da schon gesehen und oh, und habe die dann leider versäumt aufzunehmen. Natürlich dumm war von mir. Da ist mal die. Ich meine, da waren noch mehr Lampen. Warte mal. Da war noch eine Lampe hier vorne, glaube ich. Ja, ich komme jetzt nicht mehr zurück, ne? Ich glaube, ich habe eine Lampe ganz am Anfang vergessen. Also ziemlich zu Beginn. Das wäre jetzt ärgerlich, wenn die jetzt nicht holen, oder? Das wäre schon ärgerlich. Na gut. Okay, die müssen wir nachher nochmal, vielleicht nochmal reingehen, weil ich weiß genau, wo die war. Hatte mich doch schon gedacht, ob man die nochmal nehmen muss da, oder ob das eine Lampe ist. War mir nicht hundertprozentig sicher, na gut.
So. Chuck, hi. Den kann man die leider nicht. So. Mal hier. Okay. Ach, mich mit der Lampe ärgert mich jetzt gerade, glaube ich. Ich glaube, die habe ich echt versäumt und das nervt mich gerade so ein bisschen. Glaube ich. Hm. So. Halt! Kann man es anzünden? Ja. Hab ich mir schon gedacht. Wo hätte ich rein sollen? Hm, muss ich nochmal machen, oder? Gut, dass eine Lunte wiederkommt. Lunte zünden, dann einsteigen. Machen wir gerade. Und? Kaya. Boom. So, noch ein Versteckten entdeckt. Schon witzig. Okay. Okay. Mann, Mann. Vollstopfen? Ach, echt jetzt? Ach, Quatsch, ich kann jetzt einfach... Ah, okay. Das ist so albern. Das ist schon witzig. Springen kann ich leider nicht, oder? Aber guck mal. Nein, nein. Warte mal. Oh, das war dumm. Bleib mal stehen. Nochmal ausspucken. Das ist natürlich cool, ne? Einfach so als... Das ist natürlich cool, dass man die ganzen Sachen so... Was haben wir jetzt alles da? Entzünde vier. Ah, diese blöde vierte Laterne, die nervt mich jetzt natürlich. Weil ich weiß, dass ich die hätte kriegen können, aber naja. Oh. Entschuldigung. Okay, warte. Ach, okay, ja, das ist natürlich, das ist ein bisschen tricky, oder? Aber könnten wir auch anders machen, pass mal auf. Warte mal. So geht das vielleicht. Nein. So, können wir jetzt nicht vielleicht...
weiß nicht, ob das klappt, aber wir testen mal. Na, Okay, warte mal. Sich hier hinstellen? Ich stehe mal kurz hier noch jetzt. Nein. Hier ist auch noch zu dicht dran, ne? Okay, warte. Wir testen es mal, pass mal auf. Das klappt doch auch. Okay, den letzten auch gerettet. Mann, diese blöde Laterne halt anfangen, ne? Ich muss das Ganze nochmal machen irgendwann, aber das mache ich jetzt nicht. Aber dann, wenn es soweit ist. Das ist wirklich nur die Laterne, ne? Ja, nee. Da ist noch irgendwas, was wir nicht geschafft haben. Was kann das sein? Okay. Welch ein Geheimnis gibt es hier noch? Das ist die Frage, ne? Okay. Entferne das Gesuchtposter, okay. Aber wisst ihr was? Die Light schon irgendjemand ganz okay. Sir Kibble. Kugelsteinstraße. So. Da hat sich ein Riss geöffnet. Da kann man jetzt noch rüberkommen vielleicht. Die Gerät und Waddle-Dees haben ein neues Gebiet entdeckt. Die Straße der Schätze. Vielleicht warten dort ja seltene Items auf dich. Also nichts wie hin. Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Ja. Hä? Nein. Achso. Ja. Wir machen das nochmal. Und zwar ganz schnell jetzt, weil wir ja jetzt wissen, wo die ganzen Sachen sind. Nee, sehr verkehrt. Da wollte ich gar nicht hin. Was kann man jetzt hier machen? Hier kann man Sachen kaufen. Waddle-Dee-Stadt. Die Waddle-Dees bauen ihre Stadt wieder auf. Rette so viele du kannst, um neue Gebäude und nützliche Ressourcen freizuschalten. Okay. Schauen wir uns das mal an. Die Waddle-Dee-Kunde wurde eröffnet. Sieh dir dort noch einmal die schönsten Szenen aus dem Spiel auf der großen Leinwand an. Okay, wir gehen mal kurz zur Weltkarte. Gucken wir uns später nochmal an. Genauer, in Ruhe. So, wir gucken. Das nicht? Das hier. Ab durch den Tunnel. Da fehlt uns ja einiges, ne? Was ist das neue Gebiet? Ja, lass uns doch einmal ab durch den Tunnel machen. Genau. Haben wir nicht geschafft, wie man sieht. Ich mach's noch einmal. Ich versuche es ganz schnell zu machen. So. Eigentlich haben wir alles geschafft hier nämlich. Da ist die Lampe, habt ihr gesehen? Ganz am Anfang, ich hab sie auch gesehen, hab's aber nicht dran gedacht. Da. Die Münzen wir noch mit.
Er ist so süß, wie der rumtorkelt hier, finde ich. Ein Gesuchtposter auf. Auf jeden Fall. Oh. Ich habe das Poster, habe ich auch gesehen. Warte mal. Okay, die brauchen wir nicht nochmal, die brauchen wir nicht noch einmal einsammeln. Nee, okay. Das heißt, wir müssen die Laternen und das Poster suchen. Okay, das ist dann viel cooler, dass man nicht alles nochmal machen muss. So, lass mal loslaufen. Warte mal, kann ich hier diese in die Luft jagen? Nee. Hätte ich jetzt gedacht, weil es Gasbuddeln sind oder so. Geht aber anscheinend nicht. Ah, warte mal kurz. Da ist was drin hier unten. Ich dachte, da hätte man reingehen können. Habe ich jetzt wirklich gedacht, dass man da reingehen kann? Wo kommt man nicht? Okay. Von der Seite vielleicht? Das wäre doch ein cooler Geheimgang gewesen. Okay. Haben wir jetzt alle Laternen mitgenommen? Ja, ne? Fehlt noch eine Laterne? Genau. Die müssen hier oben sein, ne? Das Poster ist mir jetzt, glaube ich, wieder entgangen. Oh. Die letzte Laterne, genau. Oh. Nein! Nicht da reingehen. Ach man. Kann ich wieder rausgehen? Nein, ach verdammt. Wir haben alle Laternen, aber entfernt das Gesuchtposter. Wo ist das Gesuchtposter? Das jetzt können wir da irgendwo rein können. Ich weiß nicht, bis da oben war. Ich teste es nochmal kurz. Ich weiß es aber nicht. Aber hoffen wir, was richtig ist jetzt hier. Na los. Shoot me up to the stars. Ne, hier ist kein Gesuchtposter. Trotzdem Münzen kurz mit. Ist auch kein Gesuchtposter. Wie sieht das denn aus? Okay. Ich habe es noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Wir werden es schon noch finden. Aber jetzt habe ich es noch nicht gesehen. Können wir uns hier durch die Mauer auch fallen lassen?
Und warte mal. Ja, hier ist nichts, oder? Okay. Schade. Hätte sein können, aber naja. Ja, ich weiß, da oben geht's längs, aber... Das ist das gesuchte Poster da oben. Okay. Das war auch sehr auffällig gerade eben, muss man zugeben. Siehste? Hier längs. Ist da oben, ist auch irgendwas. Pass mal auf. So. Wir gehen jetzt zwar nicht durch den Bonusweg, aber das macht uns ja nichts. Denn wir wollen ja eigentlich auch nur 100% machen. Das haben wir jetzt, ne? Genau. So. Perfekt. Haben wir alles geschafft. Besser geht's nicht. Und zurück in die Oberwelt. Ja, Leute, das war so die erste Folge von Kirby. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.